Also das ist erstmal gut abgedeckt. Luftfilter funktionieren auch. Was für Engpässe hat man noch gerade? Ja, Construction Bots, aber die haben wir erstmal nicht. Und ich sollte immer schön zwischendurch craften. Und da sehe ich meine Engpässe ja auch ganz gut. Also zum einen, weil ich die Kisten ja voll gemacht hatte mit meinem Zeug. Das sollte ich vielleicht rückgängig machen. Also ein paar Sachen davon wieder rausnehmen, die ich doch immer wieder brauche. Wie zum Beispiel die da, die da. Rest geht so. Die beiden sind teuer. Die nehme ich mal mit. Rest kann drin bleiben. Irgendwas Eisenstahlartiges. Ja, Autosave, hallo. Plastik nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Rest bleibt soweit drin. ja, okay. Dann gucken wir nochmal oben, ob jetzt genug Eisen und Kupfer produziert wurde in der ganzen Zeit. Und wenn nicht, dann stufen wir das ein bisschen auf. Weil wenigstens was das angeht, würde ich gerne alle Kisten, die auch Eisen haben wollen, randvoll machen mit Eisen. Alle Kisten, die Kupfer haben wollen, randvoll mit Kupfer etc. etc. Warum ist hier so viel Eisen? Obwohl das Eisen hier abgezwackt wird, das ist komisch. Und hier ist ein schönes Mischmasch. Nee, das sieht gut aus. Das nehme ich mal alles mit. Das nehme ich auch mal alles mit. Ja, ja. Und jetzt füllen wir einfach die ganzen Kisten auf. Kann ich jetzt craften zwischendurch? Nein, wir haben keinen Stahl. Stahl habe ich aber einen Auftrag gegeben. Das sollte kein Problem sein, da hinten. Schmeißen wir gleich noch ein bisschen was rein. So. Gewehr. Gut, gut. Ist ja einer für Krimskrams. ja, hier ist mit was an Krimskrams. Das kann auch da bleiben. Gut. Kann ich jetzt... Kohle fehlt. Warum brauche ich für blaue Tränke Kohle? Ach so, weil ich die Batterien rausgenommen habe. Ja, nee. Nee. Ich stelle jetzt nicht selber von Hand Batterien her. Ich sorge einfach dafür, dass hier die Kisten alle das haben, was sie brauchen. Zum Beispiel die Kupferkiste hier ein bisschen auffüllen. Auch wenn sie Roboter abgedeckt ist. Die Roboter sind halt, ne? Noch nicht wirklich so pralle. Du bist eine Kupferkiste. Du bist eine Eisenkiste. Und woran hapert es jetzt? Nur an Zeit. Okay. Stauen sich Batterien schon irgendwo? Ja, Kohle. Kohle ist problematisch. Stauen sich die Batterien schon irgendwo? Ich hätte ganz gerne Batterien auf Tasche. Ich gebe mal ein paar davon. Ist okay. Wie viele blaue Tränke haben wir? 28. Inzwischen 100 dabei. Das ist okay. Die müsste ich jetzt wieder verteilen, ne? Ja gut, dann mach das Ganze doch mal in 25er Päckchen wieder. Also wir hätten jetzt 100 blaue Tränke für irgendwelche Forschung, die Roboter schneller macht. Oder uns anderweitig hilft. Wobei Roboter schneller machen, glaube ich, echt eine gute Idee wäre. Und nimm mal das alles mit und bau davon Landfill. Ganz viel Landfill. Gut. Frames sind gleich durch. Die brauchten wir für was? Zoll für das Metall. Und für bessere Mining Drills. Ja, bessere Mining Drills. Die könnte ich zum Beispiel bei der Kohle raufschmeißen. Das ging schnell. 400. Geht. Aber ich wollte gucken bei den Robotern wegen Geschwindigkeit und Traglast vor allem erstmal. Braucht 200. Wir haben gerade mal die Hälfte. Nee, wir sollten in der Zwischenzeit was anderes machen. Mach mal in der Zwischenzeit. Das ist wieder andere Kohle, ne? Ja, das ist Tree Farm Kohle. Das hat nichts zu tun mit diesen komischen Kohle Brockklump-Dingern, die wir jetzt gerade herstellen. Nee, ich will jetzt nicht noch eine andere Kohle haben. Das könnten wir machen. Das
sorgt dafür, dass wir CPUs bauen können. Das klingt ein bisschen zu Hightech für meinen Geschmack gerade. Ja, so weit sind wir noch nicht. Nö, Bullet Speed, nö. Nuclear Power, Bessere Tanks geht so. Nee, ich mache erstmal den kleinen Kram, den wir so brauchen. Also den Ditec-Kleinkram. Das heißt, die Frames, die Exits, die Rotorblätter, sowas in der Richtung. Die brauchen wir auf jeden Fall später. Machen wir Research. Genug rote und grüne Tränke sollten wir noch haben, richtig? Das wäre hier. Ja, grüne Tränke definitiv. Rote Tränke ist die Kiste leer. Dann mache ich mal so, dass hoffentlich hier genug hinterherkommt. Oh, und bau mal schnellere Fabriken. Für die roten Tränke zum Beispiel. Hier kriegst du noch mehr Kupfer. Oh ja, hier kriegst du noch mehr Eisen. Holz ist alle. Okay, Holz hole ich gleich. Dafür haben wir die Tree Farm. Dann brech die mal bitte ab und baue eine davon. Was für Zahnräder sind das? Stahlzahnräder, natürlich. Krummelkrumpf. Da drauf. Jo, nochmal einen Zacken schneller. Und Speedforschung. Das hätte ich noch machen können, oder? Ich glaube, die Speedmodule. Also, wir hatten die Speedmodule gesagt, dass wir sie nicht machen wollten. Momentan wegen dem Stromverbrauch. Ja. Ärgerlich, ärgerlich. Du bist immer noch am Blei einschmelzen. Ja, okay, hier, komm. Kriegst noch mehr Blei. So. Ja, Stromverbrauch wegen des Speedmodulen ist richtig. Die haben doch noch Stromprobleme, oder? Achso, das ist das Circuit Board. Das ist gar nicht das Modul selber. Das Modul selber wäre da. Energy Consumption plus 15%. Das geht noch. Also ich glaube, in der letzten Staffel, die ja rein Ditec war, da war das Balancing ein bisschen anders. Ich glaube, da haben die den Energiekonsum gleich wesentlich mehr erhöht als nur 15%. Also das wäre noch vertretbar. Ja. Und gerade bei den roten Tränken ist es ja doch relativ wichtig, weil wir da nur eine einzige Fabrik haben. Also ja, wir könnten auch eine zweite bauen, aber dann wäre dieses Konglomerat aus Fabriken, Fließbänden und so weiter noch viel, viel größer. Das soll erstmal ruhig schön so bleiben, bis wir später dann die Roboterarmee haben. So, ihr seid am Wuseln, das ist gut. Wusel mal mehr. Hol hier noch ein paar Magnete ab. Dann wollte ich bessere Drills bauen, damit wir mehr Kohle haben. Damit ich auch die Kohlekisten richtig schön ran vollstopfen kann mit Zeug. Es kommen keine Magnete, weil du kein Eisen hast. Das heißt, wir müssten dich einfach mal mit Eisenplatten füllen, richtig? Dann tust du je nachdem, was du brauchst, entweder die grünen Platten rein oder die Eisenplatten. Ja, hätte ich auch vorher drauf kommen können. Na gut. Das heißt erstmal keine Magnete für mich, Weil die hier sollte ich nicht unbedingt klauen. Oh, stimmt. Hust, da war was. Ja, abbrechen, neu bauen. Und Superconductor. Ja, die zu automatisieren war noch eine schicke Sache. Dann bräuchten wir nur die braunen Chips von hier, die direkt auf dem Fließband liegen. Und was noch? Und die Magnete, die hier unten auf dem Fließband langlaufen. Ich sehe ein Muster. Und Stahl. Ja, Stahl, Stahl. Stahl klappt nicht so gut. Das heißt, wir würden das hier abreißen, würden die Magnete von hier unten nehmen und tun sie auf. Können sie die auf das Fließband tun, oder? Was passiert, wenn ich jetzt eine Kiste hier hinsetze? Kann auch ruhig mal die da sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, die Magnete kommen hier rein. Die werden genau dahin gelegt, wo kein Strom ist. So. Was passiert jetzt beim Splitter? Werden die auch nur auf die linke Seite gesetzt oder auch auf die rechte? Ja, momentan ist auch kein Platz. Machen wir so. Nee, was links war, bleibt links. Was rechts bleibt, war rechts. Geht rechts. Also hier haben die nichts zu suchen. Hier werden sie nicht gebraucht. Das ist richtig. Aber
Dann könnten wir hier die Fabrik ansetzen. Dann bräuchten wir hier nur irgendwie Stahl. Ja, das mache ich doch mal. Ja, du bist da falsch. Wir würden das so... Wie bräuchte ich jetzt... Jetzt bräuchte ich ein halbes intelligentes Ärmchen. Das wäre super. Habe ich bloß nicht. Müssen wir also schummeln. Du... Ja, nee, es war unter den Dingern, ne? Ach. Ja. Du weg. Tut mir leid. Intelligentes Ärmchen hier. Du hättest gerne immer Magneten. Die kommen jetzt mal wieder auf dem Fließband. Runter, hoch. Und ich brauche viel mehr davon. So, und die gehen jetzt hier nach oben. Darauf und einfach da drauf. Und dann kommt hier die Fabrik hin. Fabrik. Die nimmt sich von da, was sie braucht. Tut es hier eine Kiste und nimmt sich von da oben Stahl. Dass wenn ich von oben komme, ich immer weiß, aha, hier muss noch was gemacht werden. Zum Beispiel Stahl reingelegt werden. Zack. Und du machst bitte die da. Und das Ganze kommt rein natürlich in noch eine Kiste. Hier, Baueisenkisten. Das heißt, da unten holen wir dann unsere Superkontakte ab. Was ist sehr stahlintensiv und wir haben einfach nicht sehr viel Stahl. Warum arbeitet ihr nicht? Weil nicht genug Erz ankommt. Okay, wir bräuchten also mehr Replikatoren. Die Kisten füllen sich einigermaßen rasch, das ist schön. Aber nicht rasch genug. Strom. Strom ist okay, aber wir haben jetzt ja auch gerade, ne, Tag. Bauen wir ein paar Solarpanels, stinknormale. Und setzt die 34 davon. Das dürfte einen guten Push geben. Von 5,6 auf. Mal gucken. Du siehst echt doof da aus. Geh weg. 5,6 waren es. Auf, ich schätze, 6,3. Mal schauen. Da. Da. Jetzt müssten sie aber erstmal alle füllen. Das klappt nicht, weil gleich Nacht wird. Und ich habe mich völlig verschätzt. Das sind 6,7 oder so. Na, mal gucken. So, du weg. Du weg. Du stehst. Was? Ja, das Ding da steht genau falsch. Das ist aber okay, weil wir haben eh mehr als genug Gin. Jo. Solar Panels. Habe ich da nicht ein paar mehr gebaut? Ah, da ist das Rest. Der Rest. Schön, schön. Oh, und ich wollte noch Holz abholen. Sollte ich auch nicht vergessen. Und wir sind bald einmal rum mit Solar Panels, kann das sein? Krass. Okay, nächster Schritt wäre dann, die ganzen MK1 Solar Panels alle auf MK2 aufzustufen. Ähnlich wie bei den Akkus. Um halt die Steam Engines ein bisschen zu entlasten. Und langfristiges Ziel ist immer noch, komplett von Steam Engines wegzukommen, auch wenn die echt schnieke sind. Aber es ist halt echt High-End-Bereich. Bis wir da ankommen, werden wir Steam Engines immer schön nutzen, um die Nacht auszugleichen. Und allgemein ein bisschen mehr Power zu bringen. So, Replikatoren haben wir noch ein paar. Das heißt, wir setzen einfach die Linie geradeaus weiter. Achso, das war das andere Muster, ja. Ja. So, so. So. Hässlich, hässlich. Und du machst bitte rechts, links, 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 links. Rechts, links, 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 links. Und Ärmchen wollt ihr bestimmt auch noch haben. So, so. So. Und jetzt stauen sich die Erze hoffentlich so sehr, dass auch die Schmelzen hier vorne durchgehen arbeiten. Und das hier kann weg. So.
glaube ich zumindest. Na, es dauert jetzt eine Weile, bis die ankommen. Ich klammer mal die da alle, die da alle. Kupfer, Kupfer sieht gut aus. Im Gegensatz zu Eisen. Und das sollten wir hier auch ändern. Mach mal. So. Damit das Zink auch irgendwann hier mal aufgebraucht wird. Gut. Forschung ist bald durch. Dann könnte ich mal ein Auge werfen auf die Speedmodule. Und den Stromverbrauch. Und es sind 6,9. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Und vor allem jetzt, wo wir auch die Superkontakte automatisiert haben, also halb automatisiert haben, was mich daran erinnert, das Holz und den Stahl abzuholen, dürfte es ja noch schneller gehen mit dem Aufbau von den MK2-Akkus. So, ganz viel Holz.